Ja, herzlich willkommen zurück auf Bühne 1. Nach den ersten beiden spannenden Vorträgen bezüglich Webmapping, um es mal einfach so zu nennen, geht's jetzt hier direkt weiter und zwar mit Marc Jansen. Und der wird uns was über Shogun erzählen. Vielleicht kennen das einige auch schon aus den letzten Jahren. Das war nämlich immer wieder auf der Foskes-Konferenz quasi Thema. Und heute ist der Titel des Vortrags Shogun als Basis flexibler WebGIS-Lösungen oder weder off the shelf noch fully handcrafted. Ich bin gespannt, was da passiert. Und wenn Sie auch so gespannt sind wie ich, dann bleiben Sie einfach dran. Und jetzt bitteschön, Marc Jansen mit dem Vortrag. Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen auf der Foskis und willkommen bei meinem Vortrag zum Thema Shogun. Und ich teile meine Folien. Dies ist unser Logo. Der Titel des Vortrags ist Shogun als Basis flexibler WebGIS-Lösungen oder, langer Untertitel, weder off the shelf noch fully handcrafted. Die folgende Gliederung wird uns durch den Talk begleiten. Ich werde ganz kurz einige Dinge zu mir und der Firma sagen. Dann ziehe ich ein Fazit vor, weil ich glaube, dass es sinnvoll ist, das von Anfang an im Hinterkopf zu behalten, während wir uns die einzelnen Punkte anschauen. Wir werden uns anschauen, was Shogun ist und wie es aussieht. Wir werden uns mit der Frage beschäftigen, was ein Standardprodukt und was eine Individualentwicklung sein kann und vielleicht sehen, ob partly handcrafted eine Lösung aus diesen zwei Extremen oder aus diesen, ja, zwischen diesen zwei Extremen sein kann. Einige Zusatzkomponenten werde ich zeigen, das Fazit wiederholen, allerdings nicht, bevor ich nicht einige Beispiele gezeigt habe. Ja, mein Name ist Marc, ich bin Geschäftsführer der Firma Terrestis und Mundialis, bin Kernentwickler, habe also meinen technischen Hintergrund sowohl von OpenLayers, GeoX, aber auch Shogun und anderen Bibliotheken und spreche häufiger auf Konferenzen wie dieser, auch gerne den internationalen Ablegern. Die Firma Terrestris, auch eine der Sponsoren der Foskis, macht Open Source GIS und kommt aus Bonn. Wir machen alles rund um Open Source GIS, sowohl Entwicklung, aber auch Projektdurchführung und bringen auch Ihre Projekte über lange Zeit dann in Produktion und behalten sie dort. Ja, ganz aktuell sucht auch besonders die Firma Mundialis nach Verstärkung. Wer da Interesse hat, bitte darf uns gerne kontaktieren. Zum Talk. Was man von diesem Talk erwarten darf. Ich hoffe, dass ich das Begriffsverständnis für wenigstens drei Begriffe etwas besser schärfen kann. Einmal Shogun, dann off the shelf und fully handcrafted. Und einige Beispiele möchte ich zeigen, wie wir das mit unseren Projekten in der Regel machen und auch gleichzeitig Potenziale, aber auch Grenzen des aktuellen Ansatzes ausleuchten. Wie bereits gesagt, mit dem Fazit möchte ich schon ziemlich früh anfangen, weil ich glaube, dass es eine, ja, wie so ein roter Faden vielleicht werden kann für den Talk. Als ich diesen Talk gemacht habe, habe ich durchaus zwischenzeitlich den Eindruck gehabt, okay, irgendwie beschreibst du hier gerade, dass Kreise rund sind. Also ich hoffe, dass hier doch für den einen oder anderen ein klein bisschen Erkenntnisgewinn drin ist. Für mich war es das, diese Einordnung dessen, was wir als Firma treiben und was wir als Open Source Komponente oder Komponenten rausstellen, war das sehr gut, sich dort mal in diesem Spektrum zwischen Produkt und Individualentwicklung einzusortieren. Das, was Shogun macht, befindet sich zwischen diesen zwei Extremen, sozusagen ein Spoiler. Und ich glaube, dass dadurch eine recht zukunftsfähige Applikation oder Applikationen geschaffen werden können, die auch Partizipation ermöglichen. Ganz wichtig, zwischendurch wird es hier und da vielleicht etwas klein-klein werden, vielleicht auch ein wenig technisch. Aber es gibt auch darüber hinaus Metapakete oder zusammenfassende Umbrella-Pakete, die die Nutzung durchaus einfach machen mit dem ersten Einstieg. Okay, was ist Shogun? Ich habe es eben schon gesagt, das ist das Logo von Shogun. Shogun gibt es schon lange, ist auch schon auf einigen Foskisten vorgestellt worden. Das SHOG, das steht ganz ursprünglich für Spring, Hibernate, OpenLayers und GeoX. Sie merken schon an diesen Komponenten, das sind Backend wie Client-Komponenten und das umspannt damit schon eigentlich eine ganz große Sache. Also Shogun ist scheinbar irgendwie der Alleskönner. Ist das ein Paket, was irgendwie alles abdeckt? Fragezeichen. Oder ist das Shogun? Das ist ein Client, wie er standardmäßig häufig mit ausgeliefert wird. Nichts, was Sie nicht auch an ganz vielen anderen Clients schon mal gesehen haben können. Etwas, die Technologie, die hier verwendet wird, ist XJS, mit vielen Knöpfen und aber auch eine Legende. Sie finden sich da, glaube ich, ganz schnell wieder, wenn Sie auf der Foskis sind.
Oder ist das Shogun die neuere Technologie mit React und auch hier mit einer einfachen kleinen Sache? Oder das ein Kundenprojekt? Sie sehen, die sehen alle ein bisschen anders aus. Das ist vom Style, die haben andere Funktionalitäten. Oder ist das Shogun, wo ein völlig anderer Fokus gelegt wird, wo also links auf einmal nicht mehr Layer geschaltet werden, sondern Projekte scheinbar und User, was auch immer das genau ist. Oder ist das Shogun? Also das ist das neueste Shogun, bringt doch eine, also jedes Shogun hatte immer eine REST-API, aber das zum Beispiel ist jetzt eine, die über Swagger dokumentiert wird. Ist das Shogun? Oder die GraphQL-Schnittstelle, die man geschenkt bekommt, also irgendwas ganz Abstraktes. Ist das Shogun? Tja, Shogun ist ein Framework zur Erstellung von Geodateninfrastrukturen und es besteht aus vielen einzelnen Open-Source-Komponenten. Dazu zählen auch ganz bekannte wie PostGIS, GeoServer und KeyCloud, aber vor allem zwei Eigenentwicklungsbereiche. Einmal die Backend-Eigenentwicklung, basiert auf Spring Boot und die ist eigentlich der Moderator zwischen all den Komponenten, die sich unter Shogun verstecken. Und Frontend-Eigenentwicklungen. Es gibt die neueste, die auf React, ReactGeo und OpenLayers basiert. Und davor gab es andere, wie die auf Basics und GeoXt beispielsweise basierten. So sieht das manchmal aus. Hier in der Mitte sieht man Shogun, ist letztlich ein Moderator zwischen verschiedenen Komponenten. Sie sehen hier vielleicht den GeoServer und den GeoNetwork, im Backend noch mehr. Da sehen Sie noch Komponente Actinia von der Schwesterfirma Mundialis, letztlich eine Restoberfläche auf das hervorragende GIS Krass. Sie sehen dort Datenbanken und vorne drin sehen Sie ein Portal. Das ist nur eine exemplarische Skizze. Es gibt viele Shoguns da draußen. Hier übernimmt die Kernkomponente, wie gesagt, die Rolle eines Moderators zwischen den einzelnen Teilen. Kernfunktionen von Shogun sind letztlich die Bereitstellung von typischen Konfigurationselementen in GDIs. Das sind fast immer Applikationen, auch Instanzen, Layer, manchmal sind es User. Denn fast jede Geodaten, jedes WebGIS wird Layer in irgendeiner Form miteinander bringen und meistens werden sie auch thematisch zu Applikationen zum Beispiel gegliedert. Auf diese abgesicherten Elemente gibt es dann auch Restschnittstellen zum Anlegen, Abfragen und Einfügen. Und diese sind, wie gesagt, auch sehr gut abgesichert über Spring Security. Der Anspruch von Shogun ist dabei, dass wir uns eigentlich auf diese Kernelemente stürzen wollen. Das heißt, wir wollen eben für einige ausgewählte Entitäten, Applikationen und Layer beispielsweise, diese Sachen mitbringen, also eine Modellierung und auch Restschnittstellen obendrauf, aber auch erweiterbar sein, damit halt Business-Logik abgebildet werden kann. Das können Sie auch zum Beispiel hier auf dieser URL dort unten etwas nachvollziehen. Also ist es denn jetzt ein Standardprodukt oder eine individuelle Entwicklung, was wir hier tun mit Shogun? Wenn Sie da im Internet schauen, das ist nichts, was ich jetzt für diesen Talk neu ausgedacht habe, mir als Aufteilung, sondern es ist ein klassisches Konzept, wie man unterteilt, wie Software letztlich kategorisiert werden kann. Heißt dann auch oft COTS, Commercial Off the Shelf oder halt Custom, also letztlich etwas, was man von der Stange holt oder etwas, was speziell für mich maßgeschneidert wird. Hier sind so einige Vor- und Nachteile beziehungsweise Eigenschaften von diesen zwei verschiedenen Extremen dargestellt. Das ist ein mehr oder minder zufälliges Bild, welches ich aus dem Internet entnommen habe, welches diese zwei Unterscheidungen darstellt. Und man sieht hier schon, dass off the shelf, also ja, ein klassisches Produkt, was ich mir tatsächlich von einem Regal herunternehme und dann vielleicht installiere, das ist meist recht leicht zugänglich, es ist oftmals günstiger, vielleicht auch leichter zu installieren und vielleicht auch eine ganze Menge an Dokumentation. Während spezielle Software, die nur für meinen Anwendungszweck geschneidert wird, das ist, sie ist angepasst auf meine Bedürfnisse, sie gibt mir Ownership, das heißt, es ist meine Software, ich kann sie so machen, wie sie sein muss. Sie ist einfach zu verändern und kann auch leicht skalieren. Da könnte man rechts und links noch einige weitere Aspekte anführen. Wichtig ist, die meiste Software kann man in einer oder, ja, also kann man irgendwo auf, entlang einer Linie zwischen diesen zwei Extremen aufführen. Wir wollen uns jetzt anschauen, wo vielleicht Shogun einzuordnen ist. Schauen wir uns zuerst die Domäne an, die Shogun zu bearbeiten sucht. Das ist die Geodateninfrastrukturen. Wir haben jetzt gerade eben schon so einige gesehen. Geodateninfrastrukturen haben scheinbar häufig einige Gemeinsamkeiten. Allerdings gibt es auch unserer Erfahrung nach, wir machen die GDIs schon seit Jahrzehnten, immer wieder auch Spezifika einer einzelnen Geodateninfrastruktur, die spezielle Liebe und auch Code brauchen. Unsere Entwicklungen sind meist projektgetrieben, das heißt, wir definieren ein klares Ziel und bearbeiten jenes dann.
Wir sind nicht so, dass wir in Vorleistung gehen und eine Software geschrieben haben, die dann anschließend alles, was man festgelegt hat, irgendwie kann. Gleichzeitig ist unsere Erfahrung, dass meist auch eine hohe Individualität gewünscht ist bei den EDIs. Ja, da dürfen gewisse Dinge gleich aussehen und manchmal ist auch das der Wunsch, aber manchmal möchte auch jeder doch so ein bisschen den eigenen Stempel aufdrücken, der GDI, die er denn da so für sich entwickelt hat. Ja, was ist die Lösung, wenn es einige Gemeinsamkeiten gibt, aber auch immer wieder Spezifika gefordert werden, also auch Abweichungen von der Gemeinsamkeit bei GDIs? Wir glauben, und das ist nicht das, was wir erfunden haben oder so, aber das ist diese Einordnung, die wir uns auferlegt haben, dass Produkte die Basis sein können für zum Teil selbst neu geschrieben, partly handcrafted. Das heißt, eigentlich wollen wir die Kernaufgaben von GDIs teilen und dann anschließend wieder geschickt zusammensetzen. GDIs werden alle Entitäten verwalten, also beispielsweise Layer oder Dienste oder Benutzer oder Applikationen, in denen Layer zusammengestellt werden und eine gewisse Aussehung haben und so weiter und so fort. Für die kartografische Darstellung, Geodateninfrastruktur, das heißt, wir müssen auch Karten irgendwie ins Web bringen, verwenden wir Open Layers. Für die gesamte Benutzeroberfläche und auch die Logik, die im Client stattfindet, also ist beispielsweise eine Eingabe in ein Formular valide, verwenden wir React zum Beispiel. Und für Datenbankzugriffe Hibernate und für die Verwaltung zum Beispiel von Usern eine Komponente, die da heißt Keycloak, auch eine ganz hervorragende Komponente. Diese Einzelkomponenten lösen spezielle Aufgaben und wir müssen sie zusammensetzen. Das bedeutet, dass wir eigentlich nicht ein Shogun haben, sondern extrem viele Shoguns, wenn man denn diesen Begriff verwenden will. Wir haben viele, viele Kernfragestellungen herausgelöst aus unseren Entwicklungen und haben einzelne Komponenten entwickelt und Softwareprodukte entwickelt, auch gemeinsam mit anderen Kontributoren. Und diese sind alle verfügbar, also bei GitHub, die sind ja alle auch verlinkt oder auch in den jeweiligen Paketmanagern, also entweder bei Maven oder wenn es jetzt um was Docker-mäßiges geht, zum Beispiel bei Docker Hub oder auch über NPM zu beziehen. Ich nenne mal so ein paar und einige von denen haben Sie vielleicht auch schon hier sonst gehört während der FOSGIS. Also GeoStyler beispielsweise ist ganz klar entstanden aus dem Shogun-Kontext. React Geo wird verwendet eben nicht nur von Shogun, sondern auch von verschiedenen anderen Elementen. OpenLayers ist nicht entstanden aus Shogun, aber wir haben schon Rückflüsse an dieses Projekt gegeben, die aus Shogun geboren wurden. Es gibt dort Ergänzungen wie zum Beispiel Distinct WPS, das ist eine Erweiterung für den Geo-Server, die entwickelt wurde, um gewisse Funktionalität hinzuzufügen. Es gibt Utility-Klassen wie hier OL, Util Base und React Util, die auch eben nicht nur von uns gewendet werden. Zum Beispiel ist die Base und die OL Util wird auch von klassischerweise als Konkurrenten identifizierten Produkten verwendet, einfach weil sie klein, losgelöst und dezidierte Aufgaben erledigen. Gibt darüber noch viel, viel mehr, was wir als Produkte rausgenommen haben. Und zusammen ergeben die dann letztlich eine Applikation, die Shogun-basiert ist, auf diesem Framework basiert. Das heißt, neben diesen Produkten, die wir gerade gesehen haben, haben wir dann auch oft noch handgeschrieben oder handcrafted, also handgemachte Verbindungscode, um die Komponenten miteinander in Verbindung zu bringen. Die Business-Logik, die tatsächliche visuelle Ausgestaltung, also wie soll das aussehen, welches Corporate Design soll gefolgt werden. Und manchmal muss man auch Vorgänger GIS ablösen beispielsweise. Dann muss man deren Vergangenheit, deren Verhalten emulieren. Und aus diesen Sachen müssen wir dann immer wieder schauen, dass die Projekte auch Rückfluss in unsere vorgenannten Projekte haben. Einige Zusatzkomponenten, die auch häufig mitwirken bei Shogun-Applikationen, die wir entwickeln, das ist einmal Direct Open Source, externe LDAP beispielsweise, die Software Actinia habe ich eben bereits erwähnt, zur Earth Observation und Rasterdatenverarbeitung beispielsweise, GeoStyler mit seinen Plugins und so weiter und so fort, auch verschiedene APIs von Dritten. Einige Beispiele, wie das dann aussehen kann. Und jeweils bei dem Beispiel wollen wir auch schauen, was denn da jetzt der Fokus ist, wo vielleicht die Gemeinsamkeit ist und wo der jeweilige Projektfokus lag. Einmal hier ein Geodatenatlas, das wir für einen Kunden umsetzen durften. Das hier ist ein Symbolbild. Das offizielle Projekt ist noch nicht beendet. Dementsprechend habe ich dann noch dieses genommen. Hier war es die Aufgabe, eigentlich einen sehr aufgeräumten Client zu machen, einen einfachen Web-Client. Der sollte auf der Geo-React
GeoBase-Client basieren. Und das Wichtigste waren eigentlich zwei Dinge, nämlich die Absicherung auch der Dienste über GeoFence, ein Plugin für den GeoServer und den Anschluss an ein existierendes Unternehmen, zwar das Elder. Das haben wir wunderbar hinbekommen und das ist mit Schuhentechnologie geschehen. Eine Anwendung zum Gewässermanagement, ein zweites Beispiel, Software ProGemis. Man sieht hier schon ganz gut, dass diese Software einen anderen Fokus legt. Das ist nicht mehr so aufgeräumt in dem Sinne, sondern etwas komplexer. Karte und ein Formular auf der linken Seite nehmen ungefähr die Hälfte ein. Kartografische Ausgestaltung ist etwas komplexer und aber auf der linken Seite auch größere Formulareingaben. Hier ist eine komplexe Fachanwendung entwickelt worden, die massive Erweiterung auf Basis von Shogun Boot, also der Servertechnologie gemacht hat. Wir haben uns an einige Fachschnittstellen angebunden und haben User Interface geschaffen, um die vielen, vielen zusätzlichen Entitäten, die dort hier verwendet werden und verwaltet werden, ja, auch editierbar und so weiter zu gestalten. Hier ganz wichtig zu erwähnen, das Ganze ist sehr gut skalierbar, also quasi cloud-ready, wenn man so möchte, wird über Kubernetes deployed. Holistische Ökosystemrestauration, Herr Mosser, ein Projekt der Schwester, zusammen mit der Schwesterfirma Mundialis. Hier geht es letztlich darum, dass man ja quasi Menschen verbindet miteinander, die Ökosysteme restaurieren wollen und dabei Earth Observation und GIS miteinander ja in Wert setzen kann. Hier war die ganz klare Besonderheit, dass wir Actinia ganz nativ anbinden wollen, dass wir dort eine ganz schöne Schnittstelle zwischen Shogun-Technologie und Actinia-Technologie hinbekommen. Und auch hier muss Shogun vor allem Moderation übernehmen. Ein letztes Beispiel, 3D-Daten, Verwaltung und Visualisierung dergleichen. Auch dies ist ein Symbolbild, das ist nicht die Applikation, die wir gemacht haben. Oben sehen Sie den Kölner Dom, oben NRW-Daten, unten ein Datensatz aus einer Publikation ist unten verlinkt. Hier ist es so, dass Shogun was komplett anderes macht. Also es ist hier keine Nutzer- oder Applikationssteuerung gefordert. Also das, was wir eben eigentlich nur identifiziert haben, das werden wohl die meisten GDIs haben, das taucht hier gar nicht auf, aber nichtsdestotrotz können wir Shogun-Komponenten oder Shogun-Teil-Software-Bausteine nehmen, um einen hier auch dann komplett neuen Client, diesmal einen basiert auf Cesium.js wegen der 3D-Inhalte, zu nutzen. Hier ist auch wiederum die Datenaufbereitungspipeline das Entscheidende, wo Shogun seine Stärken zeigen kann. Also ein ganz ausgewählter Teil von Shogun. Kommen wir zum Fazit, zum zweiten Mal dann schon. Also Shogun ist ein Framework für effiziente Individualentwicklung. Das schreiben wir uns auf die Fahne und ich glaube, das machen wir tatsächlich auch. Es gibt eben eine ganze Menge an Teilkomponenten, denen man den Stempel Shogun aufstempeln könnte. Das lässt sich aber natürlich nur ganz schwer ja, verstehen, sondern die haben alle ihre eigenen Namen, sind eigene dezidierte Aufgaben und zusammengesteckt werden sie dann ja, führen sie dazu, dass man eigentlich jedwede geografische Informationsfragestellungen oder GDI-Fragestellung mit Shogun teilen, beantworten kann und gleichzeitig aber in einer Art und Weise, die ja nicht nur flexibel ist, sondern auch erweiterbar, die eine hohe Sicherheit mitbringt, also auch Investitionssicherheit, weil man Einzelkomponenten jedweder Art austauschen kann. Es ist ohne weiteres denkbar, dass man auch das Masterportal beispielsweise als Client verwenden würde. Und damit kommt auch eine gewisse Zukunftsfähigkeit hinzu. Das heißt, man entscheidet sich nicht einmal für einen React-Geo-Client und muss dann anschließend irgendwie alles komplett neu machen, inklusive der Daten, Abstraktionsschicht und so weiter und so fort. Wir glauben auch, dass diese einzelnen Pakete wesentlich einfacher für Partizipation sorgen, also von allen Beteiligten. Also es ist einfacher, auf eine Teilbibliothek oder eine Teilkomponente einen Pull-Request zu machen und den auch gereviewt zu bekommen, als es ist, wenn man ein großes, ja, All-Singing-All-Dancing-Paket hätte, was da Shogun heißt. Es gibt eine Komponente, die ich eben aufgeführt habe, Shogun Boot. Das ist am ehesten das, was klassischerweise als Shogun identifiziert werden müsste. Das hat aber noch keinen Client. Deshalb merken Sie sich am besten, Shogun ist letztlich ein Framework, bestehend aus sehr, sehr vielen einzelnen Bibliotheken oder welches in der Lage ist, sehr, sehr viele einzelne Bibliotheken zusammenzustecken, deren Interaktionen zu moderieren. Und damit kann man wunderbare Applikationen machen. Es gibt dabei eben nicht nur ganz kleine Pakete, wie ich die eben genannt habe, sondern es gibt auch Docker-Setups und Docker-Compose-Setups, um halt auch einen relativ schnellen Startpunkt zu bekommen, von dem aus dann man zum Beispiel auch agil weiterentwickeln kann, was in der eigenen Applikation entstehen soll. Das alles ist schon sehr, sehr weit fortgeschritten, aber auch wird sich immer weiter verbessern. Das heißt, sowohl die Möglichkeiten zur Partizipation, aber auch solche Umbrella-Pakete werden immer besser werden.
Vielleicht einen letzten Satz, diese bewusste Einordnung, die ich jetzt hier vorgenommen habe, weil ich mir diesen Titel quasi auferlegt habe als Talk, fand ich ziemlich für mich erhellend. Es war mir natürlich vorher klar, dass wir auf Teile und Herrsche letztlich setzen, aber dass man das auch nochmal ganz bewusst einsortiert in diesen zwei, zwischen diesen zwei Extremen, war für mich ganz erhellend und ich finde, dass wir dort einen guten Ansatz fahren. Und ich möchte auch nochmal erwähnen, unter Umständen ist das, was ich hier gerade gesagt habe, für viele wirklich, ja klar, das macht man doch immer so. Kreise sind rund, hat der Janssen uns gerade die ganze Zeit beigebracht. Das mag so sein, aber ich glaube, es ist nach wie vor noch nicht allen klar, was Shogun ist, was Shogun sein kann und wie man mit Shogun eigene GDIs entwickeln und auch weiterleben lassen kann. Und ich hoffe, dass dieser Talk etwas zur Klärung beigetragen hat. Und ansonsten danke ich natürlich für die Aufmerksamkeit. Und wenn Sie noch Fragen oder Anmerkungen haben, freue ich mich sehr auf diese und stellen Sie diese bitte jetzt gerne im Anschluss. Dankeschön. Ja, danke, Marc, für diesen interessanten Vortrag rund ums Thema Shogun. Ein Vortrag mit zwei Fazitfolien, einen am Anfang, einen am Ende. Habe ich, glaube ich, auf der Foskes-Konferenz dieses Jahr auch noch nicht gesehen. Von der hat natürlich auch mal einen besonderen Wert. Sehr schön. Und es ist tatsächlich auch eine Frage reingekommen, genau die Richtung, in die ich sonst auch eine Frage gestellt hätte. Zum einen spannend, schreibt der oder diejenige, wie sieht die Entwicklungsstruktur aus, die Shogun in der Shogun entwickelt wird? Also wer steckt alles dahinter? Vielleicht kannst du ein, zwei Sätze zur Community sagen, etc. Sehr gerne. Also ich glaube, dass das eine der größten Herausforderungen ist, die wir mit Shogun ja nur mit unterschiedlichem Erfolg hinbekommen haben. Ich hoffe, dass hängen geblieben ist, dass Shogun mehr als nur das Shogun, was wirklich den Namen bei GitHub trägt, ist, sondern dass es halt aus den Projekten, die wir machen, sehr, sehr viele einzelne Open-Source-Komponenten rausgelöst wurden. GeoStyler ist so ein ganz schönes, leuchtendes Beispiel. Für die einzelnen Komponenten ist diese Frage also sehr unterschiedlich zu beantworten. Also bei dem Thema GeoExt und Basics, da gibt es Kontributoren auch aus verschiedenen, also da gibt es ganz viele von Terrestris, die da mitarbeiten, aber auch einige Leute, die freie, also die unbezahlt auch daran Dinge arbeiten, die einfach aus der Community kommen. Bei GeoStyler ist uns das ganz exzellent gelungen. Also das ist auch nicht 100% Shogun-applikationsgetrieben. Aber das, was wir dort rausgelöst haben, also das Styling von Geodaten, klassische Aufgabe irgendwie in GDIs, das hat ganz sehr, sehr gut funktioniert. Und dort ist eine sehr große Community, auch mit verschiedenen kommerziellen, aber auch privaten Anwendern, die da Dinge tun. Und für Shogun selber ist uns das nicht so ganz optimal gelungen. Also für das, was jetzt also die Server, Shogun Boot heißt es im Vortrag, habe ich so genannt, das ist uns nicht so richtig gut gelungen. Ich glaube, das hängt damit zusammen, und das ist dann auch mein vorletzter Satz dazu, ich glaube, das hängt damit zusammen, dass halt wirklich das Begriffsverständnis hinter Shogun nicht so ganz klar ist und war. Ich hoffe, es ist ein bisschen besser jetzt geworden. Denn wenn man Softwarepakete mit einer klaren Zielsetzung schreibt, dann ist der Einstieg vermutlich für Menschen einfacher. Es sind nur vielleicht, weiß ich nicht, 20 Dateien, die man verstehen muss und wie die zusammenarbeiten und nicht in so einem All-Sing-All-Dancing-Paket, wo man erstmal komplett verstehen muss, okay, ich brauche irgendwie drei binäre Pakete noch, um da irgendwas zu machen. Ich brauche Java und was weiß ich, was ich noch alles brauche, NPM. Wenn man die Dinge aufteilt, ist es relativ einfach, glaube ich, die Community dazu zu bringen, dass sie da auch partizipieren kann und wenn sie verstehen kann, was die Pakete sollen. Das ist uns bei dem großen Umbrella-Paket nicht immer ganz gut gelungen, aber wir arbeiten daran und sind da auch extrem offen für Vorschläge oder Wünsche oder Hinweise von anderen Projekten oder von Interessierten, die da gerne mitmachen wollen. Ich hoffe, die Frage ist beantwortet. Ja, das hat die Frage sehr gut beantwortet. Also Fazit, je kleiner, desto einfacher ist es natürlich für Leute mitzumachen. Dann kam gerade, während du die Frage sehr gut, finde ich, beantwortet hast, noch eine letzte Frage rein. Die schaffen wir auch noch in einer Minute. Wie ordnen sich MapStore 2 versus Shogun ein? Könnte ich MapStore 2 als Frontend einbauen? Kannst du damit was anfangen? Großartige Frage. MapStore 2 ist tatsächlich eins von diesen Paketen von der Firma GeoSolutions vor allem vorangetrieben, aus Italien, die auch hinterm GeoServer stehen. Und das sind genau solche per se erstmal Konkurrenten der Firma Terrestris, wie man es irgendwie sehen könnte. Und genau die Mitbewerber. Das sind genau diejenigen, die auch teilweise diese Pakete UL-Util und Base-Util beispielsweise nutzen.
Und zur konkreten Frage, ja, das ginge. Es würde genau das verlangen, dass man halt ein Stück weit einen Verbindungscode schreiben müsste. Den könnte man dann auch wieder publizieren. Aber das geht, ja. Es ist nicht out of the box da, aber es geht auf jeden Fall. Wunderbar. Dann danke, Marc, für den Vortrag. Danke, dass du uns für Fragen zur Verfügung standest, dass du dich hier an der Foscis-Konferenz beteiligst. Für uns alle geht's hier weiter um 11 Uhr mit Neues aus OSM2P GSQL mit einem Vortrag von Jochen Topf. Von daher dürfen Sie jetzt eine kurze Pause machen. Wenn Sie wollen, schauen Sie in der Netzwerkwelt vorbei. Wenn Sie das Fenster aufmachen und wie bei mir in Oldenburg zum Beispiel scheint die Sonne, können Sie die Sonne reinlassen. Und dann sehen wir uns hier gleich um 11 Uhr wieder. Dankeschön, bis später.